herzlich willkommen zu unserem Versuch der Weintraubensorte. Für diesen Versuch benötigt man ein paar Weintrauben, ein Glas und prickelndes Mineralwasser. Wie führt man diesen Versuch aus? Zuerst leert man etwas von dem prickelnden Mineralwasser in das Glas. Danach gibt man ein oder zwei Weintrauben hinein. Siehe da, die Weintraube steigt auf. Wieso ist das so? Weil die Luftbläschen an der Weintraube haften, die Folge, die Weintraube steigt auf. Wenn sie oben angekommen ist, zerplatzen diese, die Weintraube sinkt wieder. Dies geht so lange, bis der ganze Sauerstoff aus dem Glas entflohen ist. Wieso ist das so? Weil die Kugel die größte Angriffsfläche bietet und somit saugen sich die Kohlensäure dings. Wieso ist das so? Weil die Kugel die größte Angriffsfläche bietet und so erhaftet die Weintraube.